Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind heute auf dem Skate-Event hier und nehmen euch wieder mit. Diesmal auch Axel am Start. Er steht noch hinter der Kamera, aber jetzt ist genau, Leute. Jetzt ist gerade der Skate-Contest, den checken wir ab. Später machen wir noch eine Afterparty und heute Nacht geht es noch in den Club. Also wir haben heute viel zu tun. Kommt einfach mit und viel Spaß mit dem Vlog. Ich bin mal gespannt, was jetzt abgeht. Ne? Also ich feiere auf jeden Fall solche Events, vor allen Dingen auch Outdoor-Events und vor allen Dingen auch Day-Events. Overday ist geil, ne? Also Clubs ist eh geil, aber so Day-Events ist auch natürlich geil. Schönen Tag mitnehmen. Ey, die haben sogar eine Leinwand da aufgebaut, wo die live. Ey, Paul, da musste Benny auch immer durch. Ich glaube, um 13 Uhr haben die angefangen hier. Jetzt ist der Skate Contest, wie gesagt, boah, schon wirklich einiges los. Ich muss erst mal gucken, wer hier alles. Aber hier können wir jetzt langlaufen, oder? Hier passiert nichts, oder? Geh mal. Ja! Hast du Bock? Ja, natürlich. Ey, Kaiser, gibt's dir nicht was? Also, das ist der mega. Ja? Mega. Okay, ja. Heute haben wir einen Club mit der Benauen, ey, 3, wir Bock an Aftershow Party! Sehr entspannt auf jeden Fall noch. Der Kaiserklang, der macht auf jeden Fall gute Stimmung. Gleich gehen nämlich die krassen Skater an den Start. Also die Pros, die sind alle krass, aber die in den höheren Ligen sind, die gehen gleich an den Start. Und das wollen wir natürlich nicht verpassen. Wir checken jetzt mal Graffitis ab. Die haben ja auch Graffiti-Spray. Ich glaube, die sprayen sogar auch gerade. Das wollen wir natürlich nicht verpassen. Und ich glaube, um 17, 18 Uhr geht es dann in die Party schon rein. Und die können hier, glaube ich, bis 1 oder 2 Uhr nachts können die hier Party machen. Ne, um 23, 30 Uhr ich ab. Dann geht es in den Club. Ja, so ist eigentlich der Plan für heute. Alter, das ist ja richtig. Das ist ja geisteskrank, oder? Ist geil, ehrlich. Digga, das ist voll die riesen Wand. Ich dachte, die machen auf so einem kleinen Dings machen die einen Buchstaben drauf. Ey, das ist aber krass. Das ist echt krass. Ach, da sind die auch noch Leute. Schon cool, ne? Das ist krass, oder? Aber ich glaube, da drüben, da müssen wir gleich mal checken, ob wir da auch noch mal gucken können. Junge, was habt ihr für Geräte für Graffiti-Spray? Ja, weil der da oben sprüht, Bruder. Guck mal. Der sprüht da oben. Die Frage ist, wie lange brauchen die und wie voll machen die halt die Wand? Das ist schon geisteskrank hier auch, ne? Das ist schon echt sehr wild. Ja, ist schon cool. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Ja. Das ist ja noch lange nicht fertig. Nee. Aber wenn man sich das auch wie lange brauchen die denn? Keine Ahnung, bis morgen irgendwann. Echt? Ziehen die auch komplett durch? Ja, die pennen hier, guck. Die pennen, die haben Zelt aufgebaut. Ja, Mann. Die haben Zelt aufgebaut. Echt? Ja, klar. Ich hatte ja keine Akustikanlage da vorne. Mit einer Million kann ich das alleine stehen lassen. Ja. Lass mal da um die Ecke, ne? Ja, ja, ja. So, wir laufen um die Ecke jetzt hier. Der Vorschlag. So, dann machen die da und da. Halte, ne? Okay. No. Das ist der wahre Lifestyle von DJ Urbano. Das ist richtig geil. Ein Blick noch mit Chat, ein Blick noch mal hier auf die Wand, auf die Wall. Dann gehen wir zurück. Hier pennen die einfach. Ja, die pennen hier. Die haben hier ein Zelt aufgebaut. Dann pennen die und machen die ganze Nacht durch. Oder ja, zwischendurch pennen die. Hier, die haben so, da haben auch diese Geräte hier am Start hier. Anders weg. Er hält die ganze Zeit drauf. Er hält nur drauf. Kampf, komm, fight. Ich bin der Draufhalter. Ja, ganz, ganz krank. Also ey, jetzt mal ganz ehrlich, diese Graffitis, ich meine, die sind noch nicht fertig gewesen, aber man hat jetzt schon so erkannt, in welche Richtung das geht. Sehr, sehr fett. Feier ich sehr auch der ganze Vibe. Die Zelten einfach, geisteskrank. Also, laut der Einschätzung dauert das Ganze halt noch irgendwie bis morgen.
Bin ich mal gespannt. Wie viele Leute sind da mal drin? Ein Vlog. Okay, kannst du noch eine Frage stellen? Wer gewinnt denn da den Contest? Ja, ich denke Coco. Nein, nein. Ich hab voll reingeschissen. Nein, Melina. Nee, dann kick voll ganz okay. Warte, sollen wir so posieren? Bro, was? Was passiert hier gerade? Was? Ich weiß nicht. Bild auf YouTube. Haut rein, ja? Ey, dankeschön! Die Vibes hier sind auf jeden Fall korrekt, ey, ich höre. Komm, wir interviewen jetzt Oscar. Ich hab schon ja. 11. Oscar, Spaß beiseite, du warst richtig stabil. Danke. Du hast das gut gemacht. Danke. Wirst du irgendwann mal Profi-Skater? Ja? Hoffentlich. Der da? Der mit dem weißen T-Shirt? Wer ist das? DJ Oben, oh, der beste DJ der Welt. Yeah! Und? Props geht raus an DJ Oben, oh! Sehr gut geskatet. Ja. Es war stabil. Ja, Leute, Jungs, viel Spaß euch noch. Habt ihr alle gut gemacht, ja? Viel Spaß euch. Haut rein. Lasst noch 13 Leute interviewen am besten. Ja, weißt du, warum die kommen, Bruder? Weil du Star bist. Nee, weil hier mit 5 Kameras ganz unauffällig hier langlaufen. Der Kleine, der wusste direkt, wer du bist. Ja. Der wildeste Prof, der hat gesagt, DJ Urban O, der beste DJ der Welt. Ich denke mal, es war sehr, sehr krass. Wir haben sehr, sehr krasse Tricks gesehen. Laurin hat wieder geisteskranke Sachen aufgenommen. Und ich hoffe, es hat bis jetzt Spaß gemacht. Und dann ist wir gehen gleich in die Party rein und dann checken wir noch was ab zu meinem Set. Also viel Spaß beim Weitergucken. Ich hoffe, es hat euch alles gefallen. Jo Leute, das war der Vlog auf dem Skatepark hier. Es war ein sehr nice Event, habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Und die Aftershow-Party geht jetzt auf jeden Fall los. Bisschen Stress jetzt gerade, deswegen schnelles Outro. Laurin, danke auf jeden Fall, dass du am Start warst. Axel ist mit am Start. Und Leute, ich freue mich. Wenn euch das Video gefällt, bitte macht einen Daumen hoch. Checkt meinen Channel, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Haut rein, Peace.